Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf der Nintendo Switch. Heute will es einfach nicht werden, also wahrscheinlich werde ich euch gleich schreiben, dass die Folge heute wahrscheinlich nicht rechtzeitig online gehen wird. Ja. Weil eigentlich hatte ich diese Aufnahme gerade fertig gemacht und wollte die gerade hochladen. So. Reden wir mit Moisak. Können wir reden? Du spielst nicht zufällig Gwent, oder? Aber klar. Ich habe mein erstes Blatt vor Jahren in Syntra bekommen. Seitdem habe ich halb Skellige das Spiel beigebracht. Warum fragst du? Willst du spielen? Ja. Ja, lass uns eine Partie spielen. Spiel starten. Sieht zumindest so aus, als ob ich die Karten von eben habe. Dann kann ich damit leben. Nee, doch, nicht ganz. Naja, aber fast zumindest. So, Geralt, ab aufs Feld. Eigentlich egal, die sind noch in Sicherheit, meine Karten. Ziemlich dumm, was er gemacht hat. Egal. Warte ich erstmal mit dem Drachen. Ah ja, sehr schön. Sehr schön. Ja.
putzig. Mein Glückwunsch. Gutes Blatt. Aber es fehlt noch eine Kleinigkeit. Hier, nimm diese Karte. Danke. Du hast es wirklich drauf. Du solltest Krach herausfordern. Ich habe ihm sein Blatt zusammengestellt und das Spiel gezeigt. Aber der Schüler hat seinen Meister übertroffen. Grämist gibt es auch noch. Der ist zwar ein übler Kerl, aber er hat fraglos Talent. Na, ab nach unten. Auf zum Quest. Ich hab dich rufen hören. Ja, ich hab auch gerufen. Ich danke Mutter Natur, dass sie an meiner Stimme nicht gespart hat, wie bei einigen anderen, die ich kenne. Weißt du, einer von uns, Egil, ist plötzlich stumm geworden. Keine Zauber und Tränke helfen ihm. Aber starke Gefühle und Erlebnisse können die Stimme wiederherstellen. Ich dachte, dass du vielleicht... Ich bezahle dich natürlich. Du kriegst eine exzellente Quintkarte. Was genau soll ich tun? Ich könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Du willst, dass ich ihn erschrecke? Ja, gut, gut. Das müsste es sein. Erschrecken, irritieren, was auch immer. Aber du darfst ihm nichts antun. Gewöhnlich hält sich Egil bei der heiligen Eiche auf. Der Arme betet wohl stumm um Heilung. Dann wollen wir dem guten Freund doch mal helfen. Hallo? Bist du der stumme Druide? Oh ja, dumme Frage. Haben sie versucht, dich auf andere Weise zu heilen? Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Mit Tränken oder Kräutern? Nicht nur stumm, er scheint auch noch taub zu sein. Wann hast du deine Stimme verloren? Wann hast du deine Stimme verloren? Kannst du mir das zeigen, mit den Fingern? Wie charmant. Leb wohl. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Das Feuer ist aus, Freund. Jetzt können wir ihn anmachen. Und wieder aus. Wir müssen jetzt warten, bis er ein paar bestimmte Sachen tut. Damit wir ihn erschrecken können. Aha, das Feuer ist aus. Kann sein, dass ich das Spiel jetzt gepackt habe. Das Feuer ist aus, Guter. Leb wohl. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Ah ja, jetzt. Jetzt legt er sich hin zum Schlafen und erzählt die Schäfchen und mach es doch nicht.
So eine arme Socke. Verpiss dich endlich, du! Oh nein! Ich... mein Schweigegelübde! Alles umsonst! 3 Jahre! 3 Jahre lang kein einziges Wort! Keinen Piep! Bis heute! Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen! Zufrieden? Ich hab's doch nur gut gemeint. Tut mir leid, ich bin reingelegt worden. Ich hab's nur gut gemeint, wirklich. Nun, es ist aber nicht gut gelaufen. Geh mir aus den Augen, du Mistkerl! Jetzt gehen wir zum anderen zurück. Hallo. Hallo, dein Freund redet wieder. Ich hab ihn geheilt. Ich habe ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung, wie versprochen. Ich mag es nicht, wenn ich zum Narren gehalten werde. Ich hätte nie gedacht, dass ein Druide solch einen Humor haben könnte. Sieh einer an. Ein Bart bis zur Taille. Und den Humor eines Kleinkinds. Viel Glück. Ich muss halt wieder von vorne anfangen. So, ein neues Quest, ein neues Glück. Und zwar möchte ich mit dem Quest hier anfangen. Bäh. In der Wegpunkt. Ach da. Ich wollte gerade sagen, plötzlich hast du den gegessen. Reichet Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen. Ach, frag Hallo. Doch den Hexer. Der sagt dir, dass Monster keine Fallen stellen. Wo ist das Problem? Hat man je von einem Monster gehört, das einen Wagen als Köder auf der Straße parkt und sich dann auf die Lauer legt? Monster sind dazu nicht schlau genug. Schlau oder nicht, es hat ein paar von uns zerrissen und wir sind gelaufen wie die Hasen. Sie sollten wenigstens begraben werden. Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mit einem Monster fertig? Habt ihr wirklich gedacht, dass ihr alleine mit dem Monster fertig werdet? Wir mussten es versuchen. Wer, wenn nicht wir? Meinst du, Larvik ist eine Art Mutantentreffpunkt und es kommen jede Woche wieder Hexer vorbei? Naja, nicht fast jede Woche. Jede zweite. Frag nur. Wie sah das Monster aus? Wisst ihr noch, wie das Monster ausgesehen hat? Es war dunkel. Kaspar glaubte, was zu sehen, aber... Klar habe ich was gesehen. Es war riesig, mit blutverschmiertem Maul. Das Untier hat Ungi mit einem Hieb aufgeschlitzt. Fast in 2 Hälften. Boah, hat es angegriffen. Angeblich hat es euch angefallen. Wo denn? Nicht weit von hier, an der Straße nach Lofoten. Auf der Straße beim Wald stand ein Wagen quer. Wir waren kaum dort angekommen, als etwas aus dem Unterholz kam. Und zack, schon hatte ich Blut in den Augen. Als ich es wegwischte, lag einer tot da. Hm, interessant. Danke. Hm? Wofür? Weiß ich leider auch nicht wofür. Vielleicht für die nette Unterhaltung? Oder für diese hilfreichen Informationen? Plötze, wo bist du denn?
Warst du schon wieder im Wasser planschen? Sieht aus wie Blut, aber roter Lehm. Ah ja. Dem hat was richtig zugesetzt. Ist auch nicht mehr viel da. Nicht viel übrig. Die Bestie muss den zerfetzten Körper in den Wald geschleift haben. Die Kreatur, die die Neckar anführt, ist offensichtlich vernunftbegabt. Die Spuren führen in den Wald. Gwen ist immer gut. Ein guter Ort für ihr Nest. Oh. So, nochmal Gwen. Katze. Endlich, das Hauptnest. Kam einer von hinten. Ist der größte Böse. Ich habe wohl Gesellschaft. Ah, wie die Runen leuchten, das ist voll cool. Na, tut's weh, das Brutzeln? Wieder ab. Wo ist er? Ach, noch eine Runde. Also manchmal müsst ihr euch im Kampf an beiden Sachen orientieren. Das, was ihr seht und das, was auf der Karte zu sehen ist. Also rein theoretisch seht ihr das ja auch, aber ihr wisst, was ich meine. Neckarhirn, Neckarklaue, grünes kleines Mutagen. Ach, guck mal. Ein Freudentanz. Das ist aber nett. Neckarherz, Neckarklaue. Neckarblut, Neckarherz und Neckarklaue. Kleines Muttergen. In Blau und in Grün. Neckarkriegerleber. Neckarherz. Neckarkriegermuttergen. Ein Schwert, Giftextrakt und die Trophäe. Einfach durchlaufen, ist nicht so tragisch. Oder benutze ich nie, das geht auch. Dürft ihr mal nicht zu nah dran stehen.
beste Klinge ist nichts wert. Die Wölfe kamen. Starke bis zum Schluss. Frisches Fleisch. Huch, die sind ja gar nicht mehr hier. Wo sind die denn hin? Ach, da hinten. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Also, hilfst du mir? Auftrag erledigt. Ich habe die Bestie getötet, die euch Ärger gemacht hat. Gnädige Freya, endlich ist das Scheißvieh tot. Jetzt erzähl. War es ein harter Kampf? Hast du Wunden zu versorgen? Alles gut. Nein, alles in Ordnung. Ah, nichts Neues für Leute wie dich. Harte Arbeit, Hexerei. Na schön, deine Belohnung. Das hier ist für dich. Danke. Danke, bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da und ihr verpasst keine weitere Folge mehr. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten. Eure Florinda. Bye.